man weiß, wer unterwegs ist, dass der Metzger um die Uhrzeit unterwegs ist und kommt, stellt dann oft an, nimmt man auch die Zeitung schon aus der Hand, man plaudert aber, warte. Manche fangen zu früh das Arbeiten an, die trifft man dann an der Bushaltestelle. Oder es fangen viele das Arbeiten an, die dann genau wissen, ich bin um 5 oder um 5:45 bei ihnen. Die stehen dann an der Haustür schon und nehmen mir praktisch die Zeitung aus der Hand. 6 Uhr morgens. Seit 3 Stunden ist Annette Spieß an der Nürnberger Stadtgrenze unterwegs, um die Bürger mit Nachrichten zu versorgen. Im Schnitt verteilt sie in der Nacht rund 300 Zeitungen. Wenn man jetzt für die Kinder da sein muss, wenn man kleine Kinder hat, der Mann arbeitet tagsüber, man braucht doch noch ein wenig Geld, dass man eigentlich zeitlich variabel ist, weil um die Uhrzeit ist eigentlich nichts. Ich wache auch automatisch auf, habe zwar 2 Wecker vorsichtshalber gestellt, im Abstand von 10 Minuten, aber im Prinzip wacht man 10 Minuten vor der Zeit immer auf. So positiv wie die 49-Jährige sieht den Beruf nicht jeder. Das frühe Aufstehen, die körperliche Anstrengung, viele schreckt das ab. Seit Jahren gibt es zu wenig Zusteller. Wie gestaltet sich denn momentan die Situation im Sektor Zusteller? Also die ist ein wenig angespannt. Wir suchen immer Mitarbeiter. Es ist gerade in den Ferienzeiten ganz wichtig, zuverlässige Aushilfskräfte auch zu finden. Unsere Zusteller müssen ja auch in Urlaub gehen, um sich zu erholen. Momentan arbeiten in Nürnberg rund 500 Zusteller, darunter überwiegend Männer. Alleine arbeiten bei Nacht. Ein Arbeitsprofil, bei dem viele Frauen Bedenken haben. Auch Annette Spieß weiß um die Risiken. Trotzdem fühlt sie sich meistens sicher. Ich fahre nachts eigentlich nach Gehör. Man kennt genau seine Geräusche. Und wenn mir dann irgendwas unheimlich ist, zum Beispiel Betrunkene, die kommen, oder irgendein Mann, wo man entgegenkommt, wo ich misstrauisch bin, das Erste ist, dass ich ausweiche, dass ich dann einfach eine andere Straße wähle und schaue, dass ich da nicht hinkomme. Dann habe ich ja Pfefferspray habe ich dabei. Und dann weiß ich eben auch, wer nachts wach ist, wo ich mir denke, wo ist jetzt die nächste Adresse, wo ich klingeln könnte, wer ist wach, dass ich mich hinwende. Brenzlig wurde es für Annette aber noch nie. Ansonsten ist sie sehr zufrieden mit ihrem Beruf. Eigenständigkeit, Flexibilität und einen ganzen Tag Feierabend. Das macht für die zweifache Mutter auch das frühe Aufstehen wett. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.